Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute orakel ich für euch das Spiel Dortmund gegen Augsburg. Ja, gestern haben die Bayern gegen Hertha 2-2 gespielt. Ja, ich denke mal, wir starten direkt mal hier in die erste Halbzeit. Heute mit den Magitex Action Karten von 2018-19. Und dann starten wir jetzt. Die erste Halbzeit beginnt. Ich tippe auf ein... Was tippe ich denn? Ich tippe auf ein 3-0 für Dortmund. So, hier haben wir Matip von Ingolstadt. Dann haben wir hier Pritel von Arminia Bielefeld. Dann haben wir Edgar Pripp von Hannover 96. Dann haben wir Gomez von Stuttgart. Dann haben wir Wolze von Duisburg. Dann haben wir Klostermann von Leipzig. Dann haben wir hier Grujic von der Hertha. Dann haben wir hier Zimmermann von Düsseldorf. Dann haben wir hier Robbie Cruz von Bochum. Dann haben wir hier Julian Brandt hier noch in Leverkusen. Und Ralf Fährmann von Schalke. Also noch kein Tor gefallen. Dann gehen wir mal direkt in die Schlussphase der zweiten Halbzeit. Ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. So. Da haben wir Córdoba von Köln. Die sind ja auch jetzt wieder in der ersten Liga. Spielen direkt gegen Wolfsburg in Wolfsburg. Dann haben wir hier Quaison von Mainz. Hier haben wir Player von Gladbach. Dann haben wir hier Da Costa von Frankfurt. Dann haben wir hier Rudi von Schalke. Und da ist schon das 1-0 für Dortmund von Maximilian Philipp. Tor, Tor, Tor. Dann haben wir hier Ludwig Augustinsson von Werder Bremen. Dann haben wir hier, was ist das für ein Name? Misi Can, oder wie der ausgesprochen wird. Von Nürnberg. Douglas Santos von Hamburg. Dann haben wir hier das MSV Duisburg Logo. Und hier haben wir noch Waldemar Anton von Hannover 96. Und somit ist die erste Halbzeit vorbei. Ja, Dortmund führt hier 1-0 durch Philipp. Ja. Also die Dortmunder haben sich ja sehr gut verstärkt durch Brand, durch Schulz, durch Hazard, durch Hummels. Ja, also ich glaube, die könnten gut Meister werden. Also ich würde es ihnen gönnen. Ja, und jetzt starten wir erstmal in die zweite Halbzeit und los geht's. So. So. Kommt jetzt noch was von Augsburg oder nicht? Oder erhöht hier noch Dortmund? Oh, hier ist alles verkehrt. So. Paquarada von Sandhausen. Dann haben wir Kasim Adams von Hoffenheim.
Und hier haben wir das 2:0 durch Jadon Sancho. Und Tor, 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 Tor. Ja, und somit führt Dortmund 2:0. Hier haben wir Zulu von Darmstadt. Dann haben wir Esser von Hannover 96. Hier haben wir Sosa von Stuttgart. Hier haben wir Sandro Wagner von Bayern. Dann haben wir das VfL Bochum Logo. Hier haben wir Timo Werner von Leipzig als Club 100. Yeah. Sehr schön. Das im Orakel. Da, hätte ich die gestern geholt hier im Orakel. Wäre besser gewesen. Hier haben wir Ibisevic als Kapitänskarte von Hertha BSC. Und hier haben wir Limi Thomas Müller. Läuft doch. Richtig cooles Orakel. Und wir starten in die letzten Minuten der zweiten Halbzeit. Und in diesem Spiel. Hier haben wir Lezano von Ingolstadt. Dann haben wir hier Holtmann von Mainz. Dann haben wir Trapp von Frankfurt. Ja, Jerome Boateng von den Bayern. Dann haben wir Adamian von Regensburg. Jan Regensburg. Bellarabi von Leverkusen. Und da haben wir den Anschlusstreffer durch Framberger. Und Tor, 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 Tor. Ja, das ist das 2:1. Dann geht es hier weiter mit Castells von Wolfsburg. Dann haben wir hier Aaron Hunt von Hamburg. Dann haben wir hier Dynamo Dresden Club-Logo. Und da ist der Ausgleich durch Daniel Bayer. Ja, da haben sie nochmal gut zugelegt. Tor, 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 Tor. Ja. 2:2. Ende, Schluss. Das Orakel endet 2:2. Aber ich glaube, im Real Life wird es ein 3-4-0. Denkt dran. Eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. So, morgen werde ich Union gegen Leipzig orageln. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ja, und falls du noch kein Abonnent von meinem Kanal bist, dann lass doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst von meinem Kanal. Und like dieses Orakel, bis der Button blau ist, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel, Livestream oder Video, und ciao!